Im August 2017 hat uns eine unheimliche Naturkatastrophe überrascht. Das gesamte Walchental im Ortsgebiet Öplan wurde auf 7 Kilometer Länge überflutet. Wir stehen am südlichsten Teil des Walchentales, wo das Berghaus steht. Das wurde buchstäblich unterspült von der Walchen. Die Fassade ist heruntergebrochen, das Haus war fast abbruchreif und heute, ein Jahr später, stehen wir hier und können mit Stolz auf das alte, neue Haus zurückschauen. Die Gemeinden Öplan, Sölk und Michaelberg-Bruckern haben sich gemeinsam dazu entschlossen, die Klar-Zukunftsregion Enstal zu gründen, also die Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Ganz entscheidend für den Erfolg der Region ist aber, dass die Bürgerinnen und Bürger dabei beteiligt sind und auch gemeinsam mit allen relevanten Akteuren der Region Anpassungsmaßnahmen für die Gemeinden gestaltet werden. Das Wichtigste für die Gemeinde bzw. für den Bürgermeister in einer derartigen Katastrophensituation ist, sofort den Weg zur Behörde zu suchen. Der Bezirkshauptmann beruft dann den Krisenstab ein und im Krisenstab wird beschlossen, ob dein Gebiet zur Katastrophe erklärt wird oder nicht. Und das hat in der weiteren Folge beim Rückbau einen wesentlichen Anteil finanziellerweise. Aufgrund der immer öfter auftretenden Gefahren in der Region ist der Schwerpunkt Katastrophenschutz und Infrastruktur natürlich besonders wichtig. Hier setzen wir vor allem auf die enge Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft, also dem Katastrophenschutzreferat, den Feuerwehren, dem Zivilschutzverband, der Bergrettung und der Wildbach- und Lawinenverbauung und wollen zwei Schwerpunkte umsetzen. Zum einen gilt es, Versickerungsflächen zu schaffen, das heißt Bodenversiegelungen bestmöglich zu vermeiden. Und zum anderen hilft uns das Land Steiermark mit der Initiative Selbstschutz Hochwasser vor allem dabei, präventive Maßnahmen zu verbreiten. Denn Selbstschutz ist der beste Schutz. Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind zwei Antworten auf das gleiche Problem, nämlich den menschgemachten Klimawandel. Im Gegensatz zum Klimaschutz, der ja auch in den österreichischen Gemeinden bereits wesentlich stärker etabliert ist, ist Klimawandelanpassung das neuere Handlungsfeld. Bei der Anpassung geht es darum, die Folgen des Klimawandels, die zum Teil bereits heute unvermeidbar sind, zu bewältigen, das heißt zu verringern oder zu vermeiden, zum Teil auch sich ergebende Chancen nutzen zu können und insgesamt die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegen klimatische Änderungen zu erhöhen. Wesentlich dabei ist, dass beides nicht gegeneinander austauschbar ist. Es braucht beides, Klimawandelanpassung und Klimaschutz, und zwar gleichermaßen und als gleichwertige Säulen auch der kommunalen Klimapolitik. Ja, wir befinden uns hier im Bregenzer Wald, ganz im Westen Österreichs. Klimaveränderungen machen auch uns zu schaffen, machen sich bemerkbar. Wir versuchen, uns anzupassen an die Veränderungen. Bemerkbare Hitzetage, Starkregenfälle, Borkenkäferbefall in den Wäldern und vieles mehr machen uns bewusst, dass wir entgegenwirken müssen, um auch für unsere nächsten Generationen eine gute Kulturlandschaft zu erhalten. Die Gemeinden sind schon seit vielen Jahren, seit 10 Jahren, als Energieregion aktiv. Und ein logischer nächster Schritt war auch, sich mit dem Thema Klimawandelanpassung zu befassen. Es sind insgesamt 9 Gemeinden, die jetzt hier sich zu dieser Klimawandelanpassungsmodellregion zusammengeschlossen haben. Und es gibt so 2 große Schwerpunkte, so im Bereich der Forstwirtschaft und im Tourismus. Wir befinden uns hier am Roten Berg. Roten Berg ist strukturiert von Plenterwäldern, wie wir im Hintergrund sehen. Die Plenterwaldbewirtschaftung hat historische Bedeutung. Die Bauern vor 100, 150 Jahren haben schon
im Jahreszyklus die reifen Bäume geerntet, um den jungen Bäumen die Möglichkeit zu geben, nachzuwachsen. Diese Art der Bewirtschaftung hat im Gegensatz zu den Monokulturen eines Fichtenwaldes auch jenen Vorteil, dass sie mit den Veränderungen unseres Klimas gut zurechtkommen. Ein wichtiges, ein ganz zentrales Thema ist der Bereich Bewusstseinsbildung. Da möchten wir natürlich die breite Öffentlichkeit erreichen, genauso wie die Waldbesitzer und zum Beispiel auch Schulen. Ein anderer Bereich ist einfach das Bündeln der Kräfte der Akteure, die hier in der Region vorhanden sind. Das geht von der Pfarre über Weltläden, natürlich über Schulen, Naturpark hier in der Region. Und so gibt es viele Organisationen, die eh schon an dem Thema dran sind und da einfach Synergien zu schaffen und das Thema weiter voranzutreiben und in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir befinden uns hier auf einem Feldstück bei Obergrabendorf, auf dem ich als Landwirt aufgrund des Klimawandels der letzten Jahre sehr stark mit Hitzeperioden bzw. Starkregenereignissen zu kämpfen habe. Wir haben den Klimawandel 2010 hier erlebt, und zwar in Form eines Starkregenereignisses, das zur Folge gehabt hat, dass wir sehr viel Erosion hier in den Ackergebieten hatten und die Erde bei uns im Kanalsystem gelandet ist, mit einem Gesamtschaden von 55.000 Euro. Wir haben uns dann mit den Landwirten und der Bezirksbauernkammer eine Lösung überlegt, und die Lösung sieht man hinter uns. Das ist ein 15 bis 20 Meter breiter Grünstreifen, den wir den Landwirten abgelten, damit eben diese Erde abgehalten wird, auf die Straße zu kommen und im Acker verbleibt. Ich habe auf meinem Feldstück durch Erweiterung der Fruchtfolge bzw. Umstellung auf Mulchsaat die Bodenerosion deutlich einschränken können, bzw. die Erde, wo es noch abgeschwemmt wird, bleibt in diesen Grünstreifen teilweise hängen bzw. wird dort abgelagert. Wir haben als eine der Pilotgemeinden in Niederösterreich beim C3 Alps-Projekt mitgewirkt. Es ist ein europaweites Projekt, wo es darum geht, die Klimawandelfolgen zu analysieren. Wir haben das für uns als Region heruntergebrochen und haben erkannt, dass wir Projekte umsetzen müssen. Wir haben dann angefangen, einen regionalen Wochenmarkt zu etablieren, wo wir regionale Produkte anbieten. Und wir haben eine Bienenwiese oder mehrere Bienenwiesen angelegt. Wir haben versucht, ein Selbsterntefeld zu etablieren. Und wir haben auch ein Ökostraßenprojekt angelegt, zu dem wir jetzt schauen. Unser Projekt der Ökostraße zeichnet sich dadurch aus, dass wir keinen Kanal mehr haben, wo wir das Regenwasser ableiten, sondern wir haben hier hinter uns einen Grünstreifen, der das gesamte Regenwasser aufnimmt, versickert, aber auch speichert und somit nicht mehr die Kanalanlage überfordert bei Starkregenereignissen. Auch in einem aktuellen Forschungsprojekt zu kommunaler Klimawandelanpassung haben wir festgestellt, dass akuter oder zunehmender Problemdruck, wie zum Beispiel der Starkregenereignisse, der häufigste Auslöser dafür ist, dass Gemeinden Maßnahmen zur Anpassung setzen. Das heißt aber gleichzeitig, Anpassung in Gemeinden ist überwiegend noch reaktiv. Was es brauchen würde, wäre ein mehr an vorausschauender, längerfristig aufgesetzter Beschäftigung mit Anpassung. Und einige der Erfolgsfaktoren, die dabei helfen können, sind beispielsweise engagierte, aktive Akteure innerhalb der Gemeinde, insbesondere Bürgermeister oder Bürgermeisterin, das Andocken an bestehende Prozesse zum Klimaschutz oder auch zu Energiethemen und nachhaltiger Entwicklung und insbesondere auch das Hineinbringen von Anpassungsmaßnahmen in vorhandene Instrumente oder laufende Prozesse zur Gemeindeentwicklung, wie in der örtlichen Raumplanung, wie ein Klima- und Energiekonzept oder ein Tourismuskonzept. Das Gute dabei ist, das sind alles Dinge, die die Gemeinde selbst in der Hand hat und selbst umsetzen kann.